Liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, ja, auf diesem Kanal ist ja sehr oft von der Windbergbahn die Rede. Naja, und dann muss es natürlich auch sein, dass man sich das Original mal anguckt, was ich so rund jedes Jahr einmal mache. Und da habe ich mich hier auf den Weg nach Gittersee gemacht, um, naja, auch mit dem Handy wieder ein bisschen was zu filmen, damit ich für euch etwas zu zeigen habe. Begrüßt wurde ich von diesem Icarus-Bus, ein etwas älteres Modell, das sozusagen, naja, nicht gerade Kindheitserinnerung, aber so Jugenderinnerung. Ich war ja als Lehrling im Internat und irgendwo nördlich bei Wurzen. Und da fuhren auf dem Land also noch diese Busse, mit denen ich dann mitgefahren bin. Und ja, das habe ich dann auch vor Ort erzählt, wurde dann zur Busfahrt eingeladen, aber da es mir gesundheitlich an dem Tag nicht so ideal ging, bin ich also weder mit dem Bus noch dann nachher mit dem Zug der Windbergbahn mitgefahren, sondern habe dort nur vor Ort ein bisschen gefilmt und fotografiert und mich sehr viel mit den Leuten dort vor Ort unterhalten. Na, also da kann man immer interessante Gespräche führen. Und ja, Gruß an alle, den ich da Worte gewechselt habe. Es war sehr interessant, aber wir schauen jetzt erstmal weiter in dieses Video hinein. Ja, auch mit dem Windbergzug bin ich nicht mitgefahren. Ich hatte es eigentlich vor, allerdings war dann, das war richtig hier mit Platzkarten, ne? Also den ersten, den hatte ich hier gerade so verpasst, da war noch ein bisschen was frei, aber die späteren, da war richtig dann Andrang und ja, naja, da ist es halt nichts geworden, aber das ist ja eine Geschichte, die hoffentlich dann nächstes Jahr wieder stattfindet und da kann man das alles nachholen. Hier gibt es einen kleinen Fotostandort, ne? Den habe ich natürlich gleich ausgenutzt, um dann von oben Fotos zu machen. Und natürlich, das ist ja hier ein YouTube-Kanal, auch Videos zu drehen. Ja, da ist hier ein SKL unterwegs, da wo man auch mitfahren konnte. Auch darauf habe ich jetzt mal verzichtet. Das ist auch eine Geschichte, die war. In Zukunft dann hoffentlich mal nachholen werden und nachholen können. Oh, da sind noch Sitze drin, das habe ich beim Film gar nicht gesehen. Na, mit dem Kollegen hier unterm Sonnenschirm habe ich mich auch lange unterhalten, da möchte ich mich auch noch bedanken. Na, und dann kommen wir hier zu diesem wunderschönen Wagenkasten, na, den ich sehr, sehr lange in einem ganz anderen Zustand gesehen habe. Ja, nämlich in diesem Zustand, wobei ich jetzt nicht weiß, es gibt ja zwei von diesen Wagenkästen. Einer wurde aufgearbeitet, der zweite, so wurde mir erzählt, wird abgegeben an einen anderen Verein. Der ist also in so schlechtem Zustand, dass also da nicht mehr aufgearbeitet wird. Vielleicht ist auch dieser hier auf dem Bild, ich weiß es nicht. Und der wird abgegeben und da ist ein anderer Verein, der da Ersatzteile für einen anderen Wagen verwenden will. Also letztendlich wird es dafür sorgen, dass es dann wieder einen wunderschönen Wagenkasten oder einen ganzen Wagen geben wird. Ja, man kann es nicht oft genug erwähnen, ne? Hochachtung vor solchen Leuten, die sich um sowas kümmern. Ne? Also für mich ist das so, diese 1 zu 1 Bahnerei, ist das nix. Das ist, finde ich, glaube ich, auch völlig ungeeignet. Na, also, aber ich habe eben wirklich Hochachtung vor denen, die da Hand anlegen und sowas erhalten. Zumal ich als Museumsmann da auch noch zumindest zum Teil die andere Seite kenne. Ja, zurück zum heutigen Zustand. Wir sehen also, er ist hier wunderschön aufgearbeitet, ist hier als Wagenkasten aufgestellt, ne? Also mit Rädern wäre es natürlich noch besser, aber das ist natürlich längst den Weg des Alteisens gegangen und irgendwann vor, weiß ich nicht, über 100 Jahren wahrscheinlich schon verschrottet worden. Und der Wagenkasten hat dann Gott sei Dank überlebt, ne? Man hat hier dann den Souvenirshop eingebaut, der ja vorher im Empfangsgebäude war.
Ja, was man zum Teil dafür verwendet hat, für was es irgendwann mal gebaut wurde, ne? Nämlich unter anderem, man hat dort Fahrkarten für den Zug verkauft. Und ja, und dann hat man dort diverse Modellbahnen aufgebaut. Ja, ihr wisst ja, ich bin nicht so der allergrößte Kartenbahn-Fan. Allerdings wird man ab und zu mal ein bisschen gekitzelt, ne? Auch hier, wo so diverse Fahrzeuge herumstehen oder herumfahren, die, naja, wo dann eben der Bastler irgendwas gemacht hat, was ja auch beeindruckend ist, ne? Also Fahrzeuge selber bauen ist ja immer was Tolles. Hier haben wir eine sächsische 13, die sich bewegt. Windbergwagen steht dann hier am Bahnsteig. Die gibt es ja alle nicht zu kaufen, denn sächsischen Packwagen ganz bestimmt auch nicht. Ich habe jetzt ein bisschen, mir fehlt jetzt ein bisschen der Überblick, was jetzt hier gebaut ist und was, also ich denke mal, hier ist fast alles selber gebaut, was man hier sieht. Na? Und das wertet natürlich sowas deutlich auf. Na? Ja, dann kommen wir wieder ins Außengelände und haben hier einen Länderbahn-Speichenradsatz. Von welchem Wagen das ist, ja, das war leider nicht erklärt. Hier haben wir noch einen Stangenpuffer. Naja, und das Symbol, was so zwischen den Weichen ist, auf die sächsische Art und Weise. Ja, Gleisfreizeichen, glaube ich, ne, wenn ich mich jetzt nicht irre, aber ihr wisst ja, Kommentare, ne, ihr könnt mich immer schön korrigieren, ne, da ich das immer so spontan einspreche und ab und zu mal dann so mein, mein Wortfindungs-Blackout habe, ne, könnt ihr mich dann berichtigen. Zu Länderbahnzeiten übrigens ganz weiß, ne, nicht rot-weiß, sondern ganz weiß. Dann habe ich mit diesen Jungs hier auch noch ein paar Worte gewechselt. Das ist ja nicht so ganz mein Thema, weil das ist ja Deutsche Reichsbahn. Aber hier geht es eben auch um einen ganz besonderen Zug, der wieder restauriert werden soll und restauriert wird. Und man da also am Stand frohen Mutes war, dass er bald auch wieder fährt. Na, auch hier mein Dank. Ich habe dann immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, ne, wenn man dann so rumgeht was weiß ich und filmt und aber ja, es ist ja auch meine Rolle jetzt vielleicht euch dazu zu bringen, dass er vielleicht das Projekt dann auch mal ein bisschen unterstützt, ne? Kann ich ein bisschen Öffentlichkeit herstellen und dann habe ich auch eine positive Rolle in dieser Sache. Ja, dann haben wir eine, sagen wir mal, recht große Güterabfertigung im Vergleich zum, naja, dann doch eher winzigen Empfangsgebäude. Na, also da gibt es wirklich deutlich größere Empfangsgebäude an kleineren Stationen. Na, aber das ist eben auch so ein bisschen typisch Windbergbahn. Das liegt natürlich hier daran, dass besonders zu DDR-Zeiten doch hier ein recht intensiver Güterverkehr stattfand. Na, also es gab in Gittersee dann, also auf der Zeichnung waren es zwei Anschlussgleise, ich kenne eigentlich nur eins und das vom Reifenwerk. Hier wurde ja Uranerz abgebaut und da ging natürlich von hier oben auch ganz Züge, ne? Also darf man sich so riesig vorstellen, wir sind ja immerhin auf einer Bergstrecke. Ging ja hier von hier oben ab. Ne? Als ich das erste Mal dort war, waren auch die Schächte noch da. Ne? Also ja, die dann angeblich unter Denkmalschutz standen bei meinem zweiten Besuch, aber dann auf mysteriöse Art und Weise verschwunden waren. Also ob das jetzt doch kein Denkmalschutz war oder ob man den hier einfach ignoriert hat, das weiß ich nicht, ne? Das war auch noch die Zeit des Wilden Ostens. Da stecke ich jetzt nicht drin. Ja, das Schöne war, dass hier nochmal ein kleiner Rundblick. Das Schöne war, dass man dort etwas weiter hinein konnte, als das bei früheren Veranstaltungen der Fall war. Na, als ich das erste Mal hereingegangen bin, war alles leer. Jetzt, wo ich filmen wollte, war alles voll. Ich hoffe, dass den beteiligten Personen, die hier eine öffentliche Veranstaltung besuchen, es nicht unangenehm ist, dass sie hier in meinem Video auftauchen. Ein kleiner Blick ins Stellwerk. Da gucken wir nachher nochmal auf ein Foto rein.
Also kaum hatte ich das Handy gezückt, war hier richtig was los, ne? Ja, und es versammelte sich sofort alles und diskutierte ich. Ja, ich werde dann hier wenigstens mal den Ton ausmachen. Und ja, dann man durfte noch etwas weiter. Hier hinten dran ist noch eine Werkstatt, wo das letzte Mal alles geschlossen war. Und man hier jetzt ein bisschen Einblick hatte. Es hat ja auch alles ein bisschen einen historischen Touch. Also die Werkstatt an sich, die ja hier sicher auch noch benutzt wird, na, ist es ein bisschen Museum, auch so ein bisschen Museum in sich, ne? Weil natürlich hier vieles unterwegs ist, was eben nicht so aktuell ist. Die beiden haben mich doch schnell überholt, um unbedingt in meinem Video aufzutauchen. Dann haben wir hier einen Fakultativwagen, einen, das weiß ich gar nicht, es müsste eigentlich ein sächsischer Fakultativwagen sein. Hoffe ich jetzt mal, dass ich nichts Falsches erzähle, aber ihr wisst, Kommentare. In dem war ich auch noch nicht drin. Na, also hier sind ja so Sitzbänke. Ja, und dann geht es hier weiter in den anderen Fakultativwagen. Ja, wo auch so ein bisschen eine kleine Ausstellung drin ist. Das hatte ich in einem früheren Video auch alles schon mal gezeigt. Ja, und dann schauen wir hier mal durch das Fenster hinaus und sehen, dass der Güterwagen vom Freitaler Edelstahlwerk, den ich auch in meinem letzten Video gezeigt habe, ja, der hat gar keinen Boden drin. Ne? Das, wenn man davor steht, das sieht man gar nicht. Ne? Also das ist hier auch Trick 17. Ne? Und das sieht man erst aus dem Fenster vom Fakultativwagen. Zurück zum Stellwerk. Ja, ich habe auch mal gefragt, weil eigentlich, so ist es mir erzählt worden, die Stellhebel mit dem Knubbel obendrauf, das sind die sächsischen Stellhebel. Und da ist die Grundstellung eigentlich so wie der ganz links. Ne? Der ganz links ist aber ein gezogenes Signal. Na, also diese Grundstellung unten, das haben auch die Österreicher und die Tschechen und die Sachsen haben es scheinbar übernommen. Und ganz rechts ist dann wahrscheinlich irgendein Einheitsbauort, was auch immer. Das wurde mir erklärt, dass das System hier sozusagen aus verschiedenen älteren Stellwerken dann zusammengebastelt wurde. Na, das ist also ein bisschen Mischmasch, zumal hier ja vieles auch nicht mehr. Naja, es vieles nicht mehr gibt, weil ja die Strecke nach Kleinhandorf abgebaut ist und deshalb es da keine, noch keine Stellhebel mehr braucht. Die Sicherung übrigens hier, damit nicht einfach irgendeiner eine Weiche stellt oder Signal zieht, ne, und da irgendein Unfall verursacht, ist hier also über Schlüssel. Ne? Es gibt also hier keine Mechanik, die dann das Stellen verhindert. Bis auf da, wo die 10 steht, na, da ist ein bisschen was dran gebaut, dass da keiner den falschen Hebel zieht. Ansonsten ist das alles mit Schlüsseln gesichert. Ja, und hier dann auch mal diese Schlüssel und ganz oben mal noch den Gleisplan, na, eines Zustandes, der also schon lange nicht mehr besteht. Man sieht auch hier auch irgendwie sind da zwei Anschlussgleise. Na? Also das war mir irgendwie neu. An dem hinteren, der hintere ist fürs, also der ganz linke, ne, der so nach oben weggeht, ist, du müsste dann das Reifenwerk sein und der vordere, da stand Wismut dran. Da ist mir nicht bekannt, dass da irgendwelche Gleispläne gibt. Bemerkenswert auch der Hosenträger da drin, ne, das ist, den gibt es natürlich so auch nicht mehr. Ja, und hier, ich hatte ja mal die Diskussion über die Bezeichnung Ludmilla, ne, für eine russische Lok. Und da wurde mir dann gesagt, Ludmilla, das gibt's nicht, das ist der Russe. Na, hier haben wir auch einen Russen. Also ich finde ja diesen Spitznamen der Russe, der völlig sinnlos, weil es ja mehr russische Lokomotiven gab. Eine haben wir hier, das ist allerdings eine Rangierlok, die nur für Werksbahn eingekauft wurde, die also auch in der DDR dann unterwegs war. Das ist die
Eine der Lokomotiven, die also im Reifenwerk unterwegs waren als Werklok, ne? Die also hier sehr nah an ihrer Heimat wieder gelandet ist. Ja, im Eisengelände standen dann auch so diverse ältere Fahrzeuge im Vordergrund, ne? Die kurz vor der Wende oder teilweise nach der Wende erschienen Viertakter von Wartburg und Trabant. Ja, also das Wartburg war ein bisschen eher, ne, war vor der Wende, aber der Trabant kam, glaube ich, erst in der Wendezeit und ist dann, hat sich das auch nicht so doll verkauft. Ne. Die Fahrzeuge, die weiter hinten stehen, habe ich auch fotografiert, allerdings habe ich mich da irgendwie doof angestellt. Jedenfalls hat das Handy das nicht scharf gestellt, deshalb muss ich das leider schuldig bleiben. Ja, ist ein bisschen schade, aber was soll's. Ja, ich habe ja vor meiner Zeit, bevor ich im Museum gearbeitet habe, habe ich ja mal Instandhaltungsmechaniker gelernt und habe in Leipzig-Engelsdorf beim Ferngasleitungsbau gearbeitet. Das Ding hier kam wohl aus Rumänien und hatte den Spitznamen Tomatenpflücker. Na, war jetzt auch nicht so für Qualität und Zuverlässigkeit bekannt. Also ich war auch hier, ich bin dann mal rangegangen, da war also voll mit Öl, ne? Das liegt also auch nicht daran, dass der so alt ist, also das damals, als die neu kamen, also voll mit Öl. Also wie das so, habe ich so früher immer gesehen. Das war so ein bisschen so eine RGW-Geschichte, wo dann, ja, was weiß ich, von der DDR auch Sachen gekauft werden mussten, aus anderen Ländern, obwohl sie es wahrscheinlich hätten besser gekonnt, ne? Und dann wurden die eigenen Entwicklungen zurückgestellt. Das sehen wir ja auch bei der Bahn, na, dass dann irgendwelche Russelloks gekauft wurden, obwohl wir das durchaus hätten selber bauen können. Ja, das hier im Vordergrund, na, also links ist die sogenannte Dreikantpfeile, wo also auf Baustellen dann irgendwas von A nach B gefahren wurden, ne, Sand, Kies, irgendwas. Im Hintergrund, nee, in der Mitte ist dann ein Gabelstapler. Ich hatte auch einen Staplerschein, allerdings war mein Stapler elektrisch und deutlich kleiner als der. Na, und im Hintergrund haben wir dann den Multicar. Ja, Multicar ist die einzige Autofirma aus der DDR, die es heute noch gibt. Na, weil das irgendwie scheinbar eine Nische war in Deutschland, hier solche kleinen Mini-LKWs herzustellen, die man auch damals mit PKW-Schein fahren durfte. Auf so einem Ding habe ich das Autofahren gelernt. Ne? Also da muss ich meinen Meister, mit dem ich sonst immer nie zurechtkam, muss ich mal loben. Der hat mich immer dieses Auto gesteckt, fahr hierhin, fahr dahin, fahr dorthin, immer nur auf Betriebsgelände. Ne? Aber da habe ich dann, also auf dem Ding habe ich gelernt. Ne? Dann könnte ich dann einigermaßen Autofahren danach. Ja, dann haben wir hier noch ein paar DDR-Fahrzeuge oder in der DDR genutzte Fahrzeuge, ne, im Vordergrund Trabant Kübel. Also ich kenne den eigentlich jetzt nur auf irgendwelchen neuzeitlichen Fotos, wenn irgendwie von der DDR-Grenze irgendwas, dann ist immer irgendwelche Grenzer im Kübel unterwegs. Dann haben wir hinten den blauen, das ist ein H6Z. Dann haben wir in der Mitte ein G5. Und dann haben wir den Ural, der ja bis zur Wende auch bei der NVA seinen Dienst getan hat. Also auch in meiner Einheit, wo ich war, da hatten wir auch drei so Urals, die sich allerdings quasi kaputt gestanden haben. Ne? Die waren, also wenn wir dann mal Alarm hatten oder so, waren die kaum anzukriegen. Und wenn sie an waren, dann sind sie nicht weit gekommen. Na, also die sogenannte russische Zuverlässigkeit und Unverwüstlichkeit, die kann ich da nicht bestätigen. Ja, hier nochmal von der Seite, diese G5, die sind rumgefahren, als ich noch Kind war, sind dann aber relativ schnell verschwunden. Und der hier überlebt hat, keine Ahnung, hier nochmal der Ural. Ach, hier haben wir auch noch eine NS50 in Armeelackierung. Das habe ich da auch nicht gesehen. Also wir hatten das sowas nicht. Ja, liebe Freunde der großen Kleinbahn, dann sind wir hier mit diesem Bild schon am Ende angekommen. Wir haben jetzt hier links die CB-Funker, die Bahn-CB-Funker, die sich da in dem Zelt sich gemütlich gemacht haben, da irgendwie auf Englisch artikuliert haben. Und deshalb habe ich es auch nicht angequatscht, ne? Weil sie natürlich da mit der halben Welt geredet haben.
Und ja, eine Straßenwalze und ein Gebäude in der Mitte, was meines Wissens nicht zur Windbergbahn gehört, aber wo auch schon mal Modellbahn ausgestellt wurde. Ich wurde auch angefragt, ob ich da mal meinen Possenhof präsentieren möchte. Ja, das müssen wir dann halt mal sehen, ob das was wird in der Zukunft. Das hängt ja nicht nur von mir ab. Ja, in dem Sinne, schauen wir mal. Was heißt, schauen wir mal. Ich wünsche euch einen guten Abend, ne? Und macht was draus.